die gemein. Ja, ihr beiden seid schon beim richtigen Chef. Wie die gemein. Das ist ja gar wunderbar. Ach, wie hinreißend und verzückend. Wunderschön. Die Bürger lieben uns, ganz sicher. Und das ist, echte Bewunderung. Echte Bewunderung. Unbestätigten Berichten zufolge handelt es sich bei dem hiesigen... Ruhe! Bei dem hiesigen Fischersmann Störfried... Sag mal. Bei dem hiesigen Fischersmann... Ich habe auch gesehen, dass wir beide in derselben Mannschaft sind, Kitaria. Ja, ich freue mich auch. Das ist eine kleine Familienunternehmung, oder? Ja, genau. Und die Bogen, ich weiß nicht, wie es heißt, zu glätten. Richtig. Das ist doch alles wunderbar. Sie haben eine Pflegerin parat, die sich um Beblasius kümmern kann, den Großvater meines verstorbenen Mannes. Das ist selbstverständlich. Tochter? Wirklich? Ja, Vater. Kitaria ist wirklich eine sehr umgängliche Frau. Sie ist so fürsorglich. Sie will doch, dass es in ihrem Radius wirklich niemandem an etwas fehlt. So kümmere dich doch immer bei Zeiten mal um den gewissen Herren. Oh, dann muss ich schauen. Ich habe es leider sehr mit dem Rücken und kann gar nicht die Pflege aufbringen, die der Herr so verdient hat. Ich will einfach ehrlich sein. Ich könnte natürlich jetzt mich hier erblühen und sagen, natürlich wäre ich die Richtige dafür. Aber ja, ich muss ehrlich sein. Es tut mir leid. Würdest du denn eher deine Zwillingsschwester Aviraldes vorschlagen? Das tut uns leid, ich habe es auch mit dem Rücken. Das ist einfach die Last deiner Bürde, unseren Schultern, die uns dafür gesorgt hat, dass unsere Rücken so kaputt sind. Nun gut, dann bekommt ihr beide und das ist somit beschlossen. Wenn beide nur die Hälfte ihrer Energie aufbringen können, dann sorgen wir doch dafür, dass die Energie in Gänze vorhanden ist, wenn wir einfach beide Mädchen hinschicken. So müssen wir leider jetzt zum Turniere. Wunderbar. Es tut mir furchtbar leid. Nach dem Turnier sind die beiden aber wirklich gerne für euch da. Da steht eine Hochzeit an, das tut mir furchtbar leid. Für wen denn? Wer verheiratet denn wen? Also, ich wusste ja nichts davon. Eine Hochzeit? Ja, eine Hochzeit, wie wundervoll. Eine Erzähl. Hochzeit? Wie wundervoll, wundervoll. Ja, ich weiß auch nicht mehr ganz genau wer, aber irgendjemand sprach von einer Hochzeit. Nun, wenn diese Hochzeit stattgefunden dann hat, dann ist es schon spät abends und dann ist es dunkel und dann kommen aber wieder wir sind die Angriffe. Bürgermeisterfamilie das will und doch keiner. Sorgen und Ängste schlafen leider dann nie. Dann helft du haben doch, Herr Papa. Das Privileg. Nun, leider bin ich Bürgermeister hilft. Und... Ja, das wäre ja voll die Ehre. Großartig. So viel Großmut. Oh, wie schön. Vater. Papa, ja. Das ist so großartig, eine wie du für deine Bürger da Idee. Bist. Ja. Ihr habt so kluge Töchter. Wirklich. Großzügig. Werde selbstverständlich, wenn meine Töchter nicht können, werde ich selbstverständlich selbst mich darum kümmern und den alten Herren auf Toilette bringen und ihn dann wieder ins Bett. Kitaria, was sind deine Qualitäten? Außer anderen Leuten sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, ohne selbst irgendetwas zu lassen. Also komm ich ganz Dieses Gespräch ist beendet! Das hat ihn aufgeregt. Jetzt auf den zweiten Platz! Da! Jetzt muss sie nur noch springen! Ihr sollt euch nicht setzen, ihr sollt springen! Von der Lehne! Springt so oft, wie ihr könnt! Immer weiter springen! Ja! Und springt doch! Herr Lackmann, Sie müssen hinüber! Nach oben gucken! Was ist denn mit Haussuff los? Na los! Er hat zu viel getrunken! Versuchen Sie mal mit ein bisschen Schwung und Anlauf! Ich kann fliegen! Ja. Schade, keines dieser Fälle hat dein Gesicht getroffen. Ach, zu schade, zu schade. Naja, immerhin war ich mutig. Das ist eine Enttäuschung, Tochter. Ich bin jemand, der koordiniert. Ohne mich seid ihr alle verloren. Aber ihr müsst ja auch auf das eingehen, was ich euch sage. Nicht mehr lang. Du hättest von der rechten Flanke aus mehr reinhalten sollen. Das habe ich doch offensichtlich gesehen. Einfach aus der fast letzten Reihe. Ach, Vater, was war denn das für eine Aktion? Ja, ich habe mir vorgestellt, das wäre dein Gesicht. Einmal Platz machen, bitte hier. Verzeih. Braucht ihr ebenfalls noch Heilung? Ich habe keinen Taler bei mir. Ja, gerne. Das nächste Mal aus der Ecke heraus.
Ist das so schwer? Ihr müsst die Defense aufrechterhalten. Ich probier's mal. Habt ihr noch so. Dankeschön. Also. Seid ihr sicher, dass ihr jemanden küssen wollt, ohne sein Zuversehen? Also, königliche Majestät, es dauert doch ein bisschen. Das klang so, als ob er mir Kamaudergas? Ich denke, sie ist nur noch weiter weggetreten. Ich hab meine Mutter getroffen. Nun, Ich hab meine Mutter getötet! Ich sehe nicht mehr als. Haus Rot sieht aus, als wenn Haus Rot raus ist. Ich sehe noch gelb, grün und blau. Es muss nicht immer. Es muss auch mal Spaß machen. Ja, ja. So haltet ein. Ich hab Mutter. Lasst uns gemeinsam sterben. Wie Haus Rot ist raus. Haus Grün hat noch einen. Ich weiß auch. Oh! Haus Blau noch. Alle Teilnehmer sind hiermit. Alle Häuser und alle Teilnehmer, bitte werft eure Waffen einfach in die Arena vor euch. Das war vielleicht nicht der beste Befehl. So werfe es. Das war nicht ein ausgesprochen dümmlicher Befehl. Geh mal weg. Ich würde sie gerne behalten. Ihr sollt die Waffen. Ihr sollt sie nicht werfen! Ihr sollt sie ablegen, ihr Trottel! Da hat jemand eine Lanze im Kopf. Ja, auch der Bürgermeister mit der Heugabel in der Nase. Wir bekommen ihn nicht raus. Wollt ihr es mal versuchen? Ich glaube, das kann man einfach so stehen lassen. So, danke. Der Narr hat's geschafft. Du, der Narr hat den Joke zerstört. Wie passend. Nun denn, so hört das Ergebnis. Ich erwarte die vollste Ehrlichkeit. Ich, Sir Laxmann, bin der schönste Fisch, der schönste Mann hier. Unter allen. Das ist ja eine Wahrheitskerze, stimmt's? Ja. Und wir wurden ja alle sehr viel hier belogen und betrogen. Verstehe. Manchmal will man ja die Wahrheit nicht hören. Doch, natürlich. Doch, in dem Falle wollen wir die Wahrheit hören, natürlich. Nun, Ja, sag die Wahrheit. Bin ich der schönste Mann? Hier, für dich. Genau hier? Ja. Bin bereit. Bist du bereit? Also, ich sag jetzt die Wahrheit. Hier bin ich der Schönste. Hier. Moment. Im Land. Einen kleinen Atemschuss noch und dann sag ich die Wahrheit. Jetzt los. Trau dich. Also, ist da nicht irgendwo ein Huhn? Sag jetzt die Wahrheit. Los jetzt! Unter Druck kann ich nicht arbeiten! Okay, ich guck kurz weg. Guten Abend. Hallo. Das Huhn hat mir in den Fuß gebissen und dann. Ja. Du kannst doch auf dem Tisch sitzen, oder? Warte! Ja oder nein? Ach, Mutter. Ist schon okay. Doch hör doch einmal auf, dickköppig zu sein. Ich bin für dich da, für die Kinder. Nun, ich gehe. Wenn ich nach nicht dickköppig wäre, hättest du, dann wäre das hier nicht so weit gekommen. Das ist dir wohl klar. Naja, viel Spaß. Das ist der Alchemist. Ich liebe euch beide. Vom ganzen Herzen. Vergesst das nicht, egal was passiert. Entschuldigung, das war fast aufrichtig. Ich hatte mir nie du mehr gewünscht, eigentlich. Na danke, wenigstens eine vernünftige in diesem Haus. Mann. Ich sagte eigentlich. Ach. Guck dir dein Vater an, wie der auf der Couch schläft. Nun, also ist er wirklich hier unten geblieben. Ach, Sunnybert, du gibst dich jetzt auch noch. Ich dachte, wir hätten dich schon dem Vögeln zum Fraß vorgeworfen. Oh Gott, lange nichts mehr von dir gesehen. Katastrophe. Ich kann's euch sagen. Was war
das Zeichensprache, die ich nicht deuten kann. Du gehst in gespaltene Zungen. Tatsächlich, in Wirklichkeit, ein Toupet trägt. Und ich sollte ihn neu haben. Nein. Was? Nein. Damit können wir ihn bloßstellen. Ja, und seit vielen Jahren trägt er in Wirklichkeit nur noch ein Toupet und hat eine Glatze. Das ist gar schrecklich. Ich wurde ab jetzt auch gestern erst verfahren. Aber sag mir nicht, dass du ein Tier rasieren musstest, um diese Haare einzusammeln und daraus ein Toupet zu formen. Naja, ihr Vater hatte besondere Vorlieben. Ja, er hat besondere Vorlieben, das stimmt. Die Haare eines ganz besonderen Tieres. Und dass da welche wäre? Und wir wissen natürlich, dass dieses Tier auf diesem Land nicht anzutreffen ist. Und naja, ihr kennt ja diese Gerüchte. Und ja, es sind Schafshaare. Was? Daher diese Naturwelle. Und erzählte halt von Steinen, die zusammen in einen Steinkreis geführt werden. Und warte, ich gerade geteamwackt? Wo ein Herr mit dabei sein soll, den man um Hilfe bittet und derjenige wird... Wie soll ich sagen? Ich habe selbst unter Deckmantel... Ach du heilige Universum, verdammt nochmal. Der Geruch macht mich einfach fertig. Mon Dieu, ich wurde ausgeraubt. Ach no. Macht er sich gerade lustig über mein Leid? Ich verkleide mich, damit ich den Räuber finden kann, Frau von Flatterberg. Für Sie. Das ist in Ordnung. Okay, das ist in Ordnung. Alle drehen durch. Alle drehen durch. So, willkommen. Werte Dame? Ja, ich bin bereit. Okay, dann gleich die Emotionen. Du musst die Emotionen gleich bündeln, die du verspüren wirst, wenn du mich siehst, in den Liebesbrief. Und dann wird der Plan funktionieren. Und ich bin jetzt gerade Kitaria. Nein. Nein, du bist quasi Lachsmann. Okay, ich bin gerade Lachsmann. Also du bist eigentlich du, der in den Liebesbrief hineinschreibt, was Kitaria für Lachsmann empfindet, ja? Also bin ich Kitaria, weil ich den Brief schreiben soll. Nein, ja. Okay, ja, also, warum schreibt einfach dann nicht Kitaria den Brief, wenn es darum geht? Ja, du sollst einfach die Liebe, die du gleich verspürst, in den Brief bündeln, damit Lachsmann Kitaria liebt. Okay. Ich bin bereit. Okay, sehr gut. Ich weiß nicht, ob du bereit bist, aber ja. War das ein Liebeslachen? Ich soll das einfach reinschreiben oder soll ich es bereits laut aussprechen? Ich mache gleich in die Hose, Leute. Ich muss so dringend auf Klo. Also mein erster Instinkt war erstmal, ich liebe dich wie eine Schwester, aber das ist wahrscheinlich wieder nicht das, was ihr hören wollt. Ihr seid schon wieder solche Schnapsdrosseln, ihr... Kommt ganz nach eurer Mutter, ich liebe euch. Nicht aus. Du hast es sofort gesagt, ohne zu stottern, Mutter. Und die wurde nicht schlecht dabei. Oh Mann. Gar wunderbar. Was für ein schöner Tag. Oh Gott, der Himmel sei gekrankt. Bin ich jetzt vielleicht manchmal anderthalb? Übertreib nicht. Irgendwann vielleicht. Übertreib nicht. Irgendetwas gibt, was zwischen uns steht. Kitaria. Ich bin stolz auf dich. Oh mein Gott! Ich seh's! Was? Ihr wollt ficken! Ihr wollt ficken! Ihr wollt euch wegschleichen und ficken! Kitaria? Mit wem? Mach es nicht kaputt. Psst. Mit wem? Entschuldigt. Psst. Es ist gerade noch sehr fragil. Herr Bürgermeister! Psst. Lass uns erstmal andere Dinge. Psst. Nein! Ich hab's doch gesehen! Herr Bürgermeister, Meister, Sie missverstehen die Situation. Vielleicht könntest du dich ja auch als mich verkleiden und dem Lachsmann Bescheid geben, dass ich, also du, auf ihn warte. Ja, das klingt auch ganz gut. Ja, also, ja. Ausgezeichnet, okay. Das ist ein Moment. Aber ich weiß nicht, wo er sich gerade rumtreibt. Ich glaube, er treibt sich irgendwo mit Luna rum. Oh,
vielleicht hat er ja anderes zu tun. Ha, sein Lachs versenkt. Habt ihr schon bei der Schneiderin geschaut? Zunebert, guter Witz. Dankeschön, Kataria. Ich schau mal bei der Schneiderin. Jawohl, danke, Alexander. Oh, Schwestern, hallo! Bitte, der Blitz, hallo. Blitz, du kannst kommen. Blitz, hier bin ich. So schlimm ist das jetzt wahrlich auch nicht. Oh, Lachsmann. Oh, Ari. Oh, hallo. Ich bin Kataria, ich freue mich so sehr, dich zu sehen. Ja, von mir. Ich musste dir endlich meine Gefühle gestehen. Schön, dass du da bist. Gefühle? Guck mal, aber so gut kennst du mich doch noch gar nicht. Ja, von nach dem gestrigen Abend, nach unserem Gespräch hier bei der Hauptstelle. Ich konnte nicht aufhören, von dir zu träumen. Hm. Was waren das denn für Träume? Kannst du mal beschreiben? Oh, sie waren flutschig und nass und feucht. Wollen wir baden, oder? Ja, wir waren zusammen im Meer. Oh, Lachsmann, ich lieb dich so sehr. Oh, Lachsmann, ich lieb dich doch noch so noch mal. Geilerin. Sie weiß Bescheid. Die Geilerin! Nein, die Geilerin! Bitte, so die, wie habt ihr mich Kataria genannt? So die Bert. Tut mir leid, ich hab's nicht ganz verstanden. Ich bin die örtliche Geilerin. Ah. Ja, der fantastisch. Ja, vielen Dank. Wiederholt das. Die örtliche Geigerin. Ich bin empört, ich spiele doch keine Geige. Oh, eine Kataria, oh Gott. Habe damit nicht gerechnet. Was? Verstehe. Also. Er ist so sehr Sohn wie meine Tochter. Also, nehmen wir an, ich würde einer ihrer Söhne oder ihre Töchter heiraten, wäre ich dann auch ihr Sohn? Natürlich. Lachsmann, wir verstehen uns gut, aber Reiz, ich kann nicht. Aber gar wunderbar von der Haarfarbe. So dunkles Haar mit so blondem Haar. Ach, das ergänzt sich wunderbar. Richtig. Du bist mein Vater! Du bist mein Vater! Vielleicht wäre es eine Lösung, wenn sie abgeht. Ja, kann das. Ich bin Hurtigunde. Oh, andere Richtung. Fick mich in der Halbwoche. Wohin wollt ihr? Michael, still und lauscht meinen Worten. Wir finden uns jetzt zu Hofe ein und werden das Ganze vor einem Tribunal diskutieren. So wie es der Hammel, so wie es der, so schweige still, wenn der Prinz am Sprechen ist. Wir werden es vor einem, und wenn ich noch ein Geklammer höre, dann hack ich die Hand ab. Pardon.
Wir werden! Ich glaube, so, wenn wir so weitermachen, sterben wir hier. Ja, ich bin da schon auf dem Weg, uns zu retten. Ja, ganz schön warm hier. Das Dickicht ist auch sehr dicht. Schick dich diesen Fallen ausweiche, das ist unglaublich. Ja, sagtest du nicht letztens, du wärst... Oh. Hoppla. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, ich würde eher ein Pferd nehmen und hier abhauen. Oh, aber wir sind auf einer Insel. Wir sind auf einer Insel. Das Pferd muss wirklich gut schwimmen können. Ja, vielleicht schafft es das Pferd hier. Vielleicht. Ich kann nicht mehr. Du musst den Rock heben. Ich kann nicht mehr. Oh, vielen Dank. Ja, Kataria, alles gerne. Okay, also gute Nacht. Kinder, haltet die Fresse! Ich und eure Mutter ficken jetzt! Es wird gebolzt! Bist du sicher, dass du hier schlafen willst? Zwischen uns beiden. In letzter Zeit. Es tut mir so leid. Eine kleine Dürreperiode. Willst du ihn denn dann als Kitaria heiraten oder nicht dann, also ich weiß nicht, das ändert gerade ein bisschen alles. Ich habe gestern interessante Geräusche. Ja, ich weiß nicht, also ich glaube, wenn er wüsste, dass ich nur ein niederer Diener bin und er wahrscheinlich kein Titel dafür bekommen würde, dass er kein Ritter wird. Ich weiß nicht, ich glaube, dann wird er mich nicht heiraten. Ja, und spätestens in der Hochzeitsnacht wird das ja schon merken, denke ich. Ja, hast du schon recht. Verstehe. Aber vielleicht kann ich ihn ja dann in der Hochzeitsnacht tatsächlich überzeugen. Gut, steckt euch die Ringe an. Was gehört denn alles zu einer Hochzeit dazu? Ja, ich muss erstmal so. Gar nichts weiteres. So, hier. Da ist Ihre Geldmutter. Etwas. Oh, das ist der schönste Ring, den ich je gesehen habe. Ja, müssen wir uns noch küssen oder muss das nicht sein? Das muss auf jeden Fall sein. Lass uns das schnell machen. Habt ihr gehört, dass die Insel untergeht? Und jetzt müsstet ihr noch die Ehe vollziehen. Hier oben. Oh, wie wundervoll. Nein, glaub, das machen wir doch. Sagen Sie mal. Das machen wir doch nicht hier. Was kommt da? Nein, damit erkläre ich euch. Seien Sie nicht so scheu. Erkläre ich euch nicht, weil zu rechtmäßig zu Mann. Raute ist und außerdem. Vielen Dank, Sexappeal. Ich freue mich. Ja. Juhu. Sie hat halt seinen Lachs berührt. Ihr solltet etwas besser auf euren Mann. Ihr habt schon seinen Lachs berührt. Woher wissen Sie das denn? Herr Diener. Ach, das ist doch nur eine Umgangssprache. Ich meine natürlich das Herz. Ich habe auf der Couch geschlafen. Habt ihr irgendwas mit mir gemacht? Die Welt unter. Ihr seid doch alle besoffen. Ihr seid doch alle voll. Oh, das ist aber unhöflich. Ja. Ach, ihr seid die Angetraute. Ja. Haben Sie ein bisschen Respekt vor dem Adel? Ja, wir können uns doch nicht einfach verbarrikadieren und die Dinge geschehen lassen. Keiner interessiert das selber! Ach, aber was sollen wir denn tun, verdammte Scheiße? Was sollen wir denn machen? Nein! Ich brauche Bier! Was machen wir denn interessiert? Wer wird denn der neue Großbauer? Wollen wir gehen in die Berge? Ich aber einfach mal nur um Engel. Die Insel wird sowieso untergehen. Das ist doch alles egal. Ihr seid alle retten! Ihr seid alle gut retten! Wirklich! Wir sind doch irgendwelche höher gelegenen Orte, aber glaubt mir, ich habe alles im Griff! Nun, heute sagte er auf jeden Fall zu mir, dass er,
sehr, also die Idee ganz gut findet, auch in naher Zukunft. Wow. Jetzt habe ich das Gefühl, dass du gestreicht worden bist. Gibt er dir die Rolle von Kitare jemals wieder zurück? Bist du jetzt für immer Sunibert? Und ist er jetzt für immer... Ich meine, er hat jetzt die Macht. Vielleicht, Er hat jetzt die Entscheidung. Oh, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Klingt so, als wollte er den Lachsmann heiraten und du hast ihm die Möglichkeit dazu gegeben. Naja. Hey, guter Streich, Kitaria. Guter Streich. Am Anfang wollte ich hier nur einen kleinen Streich spielen. Mit meiner Liebe und dem Liebesbrief. Und bei mir, in Wirklichkeit bin ich gar nicht Kitaria. Ich bin Sunibert. Und Sunibert ist Kitaria. Wir wollten hier einen kleinen Streich spielen. Das kann doch nicht wahr sein. Aber als wir in dem Tümpel saßen, in der heißen Quelle, ich glaube, da habe ich mich wirklich in dich verliebt. Ist ihm die wahre Liebe nicht wichtig, sondern nur Geld und Titel. Ja, deswegen haben wir ihn in meine Falle gestellt. Ich bin Kitaria. Ich bin Sunibert. Mon Dieu. Ja, wie ich gesagt habe, die haben mir eine Falle gestellt. Ja, Mon Dieu. Ich sehe das. Sie können sich bitte wieder etwas anziehen. Das ist okay für Sie. Das will doch keiner. Ich bräuchte nur meine Hose wieder von Kitaria. Ja. Ja, einen Augenblick bitte. Ja, ich glaube, das kriegst du hin irgendwie, Sunibert. Wo kommst du denn her? Ja, ich, von da, so. Ja. Scheiße, ja, ich bin nur ein Niederwaldiner, so. Ich weiß nicht, ob ich einfach kündigen kann. Ich weiß nicht, ob ich das darf. Aber wäre es vielleicht ein... ich überlege gerade, ob es wäre eine Möglichkeit, jemand anderen zu nehmen und einfach zu sagen, dass die andere Person wäre einfach die bessere Diener. Somit der Bürgermeister sagt, oh, ich möchte immer die beste Diener haben, aber das ist durch meine Nase gekommen. Nur die nächste. Die muss ich nicht und noch ein paar Minuten. Nicht so schön wie ihr. Vielen Dank. Mutter, wir können doch über alles reden. Was hast du denn vor? Ich dachte, wenn jetzt alle durchdrehen, ist der perfekte Zeitpunkt, dir zu sagen, dass ich, vom Adel nichts mehr wissen möchte. Danach braucht man eine Abkühlung, das verstehe ich. Ja, das verstehe ich und ja. Du wirst mit das klingt, liegt mir das den auch etwas an einigen der Einwohner hier in gehen? Auf Rustalot. Ja, genau. Und ich ersuche daher zu eine Gnade und eine Entschuldigung. Ja, wir drei werden bei zu Luna verschwinden. Nett. Genau. Danke. Und Spaß miteinander haben? Ja, Spaß werden wir bestimmt haben, weil wir dann endlich frei sind. Alles, was jetzt noch passiert, das könnt ihr hier runterspielen. Aber der RP-Part, der Kanon-Part ist quasi beendet. Wir können jetzt noch rumchillen in der Taverne, was trinken, Musik hören, hier die Gegend noch genießen. Wir können eine Expedition auf die Insel machen. Das geht direkt los. Wir können jetzt noch alles Mögliche angucken, wie ihr Lust habt. Wir machen gleich Portale auf zur Insel. Ihr könnt die Gegend erkunden, wie ihr Lust habt. Oh, wow. Alles klar, Digi, Brudi. Schlägerei! Schlägerei! Nein! Nieder mit dir! Ich hab dich immer gehasst! Du bist doch mein neuer Bruder! Nichts hast du gerade gewinnen! Hätte mich getan, ja! Komm, ich hör ihn auf, dann können wir ihn nochmal wieder klappen! Ich werde euch alle fressen. Alexander, komm mal da hinten. Oh, nein, du willst nicht. Wo ist mein Blumenstrauß? Alter, diese das ist das Letzte, was mir geblieben ist, unser Blumenstrauß. Ja, wollt ihr mich heiraten? Ich will nicht einsam sterben. Ja, warum nicht? Okay. Bin verheiratet.